Αξιότιμοι διοργανωτές και εκπρόσωποι των ποντιακών οργανώσεων. Sehr geehrte Vertreter des Bundes und Landtags. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Meine Damen und Herren, anlässlich des Gedenktags für den Völkermord der Griechen aus Pontus möchte ich Ihnen als Generalkonsulin von Griechenland in Stuttgart die herzliche Botschaft und die Unterstützung des griechischen Staates übermitteln. 105 Jahre nach den Verbrechen, die an den Hellenismus von Pontus begangen wurden, richten sich unsere Gedanken an die Hunderttausende unschuldigen Menschen, die ausgelöscht oder gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Der griechische Staat hat den pontischen Genozid anerkannt und jedes Jahr am 19. Mai gedenkt er den Opfern dieser unsäglichen Tragödie. Gleichzeitig bleibt die Erinnerung an unsere 353.000 Mitmenschen, die auf unmenschliche und grausame Weise ausgelöscht wurden, lebendig und wird in allen Ecken der Welt geehrt. Die Opfer der Bestialität, wir Griechen vereint und jeder Mensch, der für das Gute und die Gerechtigkeit kämpft, fordern die Wiederherstellung der historischen Wahrheit. Ich möchte den Organisatoren der heutigen großen Gedenkveranstaltung, allen Teilnehmern und insbesondere den Vertretern des Bundes und Landtags gratulieren und danken. Ihre massenhafte Anwesenheit hier und heute erinnert und betont, dass Verbrechen nicht verjähren. Es ist unsere ewige Pflicht, die Hunderttausende zu Unrecht verlorene Geschwister zu ehren, zu betrauen und zu würdigen. Der Gedenktag für den Völkermord der Pontusgriechen ist eine lebendige und dauerhafte Erinnerung an die Wichtigkeit der Ethik, der Verantwortung und der Entschuldigung sowie der unmissverständlichen Verurteilung der Verbrechen. Die Verteidigung der historischen Wahrheit durch die Anerkennung des abscheulichen Verbrechens des Genozids der Griechen aus Pontus ist die selbstverständliche Pflicht der internationalen Gemeinschaft. Nicht nur für die Rechtfertigung unserer Toten, sondern auch, weil die Anerkennung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit für das friedliche Zusammenleben der Völker notwendig ist und damit die Wiederholung dieser Verbrechen in Zukunft verhindern soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Λοιπόν, μαζί.